Hallo Sportsfreunde und willkommen zur vierten Folge von EAFC 24 Spielerkarriere mit Martin Tuvas bei Jahn Regensburg. Ja, schauen wir mal, wie weit wir in dieser Folge kommen. Letzte Folge hatten wir ordentlich viele Bugs dabei. Ja, und in dieser Folge wollen wir natürlich mit dem Jahn raus aus den unteren Plätzen. Und deswegen würde ich sagen, let's go gegen den TSV. Wir kriegen einen Freistoß. Flanke ich ihn rein? Ja, komm. Probieren's. Schade. Wir bleiben aber in der Szene drin. Legst du ihn nach außen? Ja. Hat er gut gemacht. Ja, flanken kann ich jetzt nicht. Wir gehen auf die Grundlinie. Legen ihn zurück und er muss noch drin sein. Das war gut rausgespielt. Unsere erste Vorlage, wenn mich nicht alles täuscht. Woo. Und jetzt kriegen wir einen Alleingang. Aber so einen richtigen Alleingang, würde ich sagen, gegen den TSV. Und wir schmeißen den nicht ein, wir setzen den an den Pfosten. Da merkt man so ein kleines bisschen unseren Abschluss. Aber wir gewinnen zum Glück trotzdem. Und das ist das, was wir sehen wollen. Feiernde Mitspieler und nichts anderes. Ja. Derby-Sieg. Derby-Sieg. Konzentriere dich auf deine Leistungen. Lobe deine Mitspieler. Ja, komm, wir konzentrieren uns auf unsere Leistungen. Tolle Atmosphäre heute beim Spiel. Sehr gutes Ergebnis und klasse Leistung. An sowas werden sich die Fans erinnern. Gut gemacht. Die Fans werden von deinen Interviews begeistert sein. In diesen wichtigsten Spielen wollen sie Top-Leistungen sehen. Jeder Derby-Sieg fühlt sich an. Super an, oder? Derby-Siege fühlen sich immer gut an. Aber jetzt geht's gegen Bielefeld. Und da wollen wir auch wieder 3 Punkte holen und endlich auch ein Tor schießen. Gelegenheit zur Flanke. Ja. Wir probieren's. Die kommt richtig gut. Aber auch gut gehalten. So. Wir haben viel Freiraum. Wir haben viel grüne Wiese. Wir haben natürlich viel grüne Wiese. Und verlieren noch. Nein, sie spielen nur unentschieden gegen Arminia. Das war jetzt nicht so die großartige Leistung. Ja, muss man so sagen. Und gegen Aue soll's besser werden. War der im Abseits? Ja. Hä? Ah, Halbzeit. Okay. Die Szene geht einfach weiter. Okay. Hatte ich auch noch nicht. Und dann ist es vorbei. Und wir spielen auf einmal 1-1. Ich frage mich, wer das Tor gemacht hat. Ach so, wir. Alles klar. Wir machen Tore aus dem Nichts. Ja, und das will man. Warum versteckst du das? Wir haben unentschieden gespielt. Warum verstecken? Mei. Wurde halt Man of the Match bei einem Unentschieden. Nein, ich bin auf Höhepunkte gegangen. Auf komplette Höhepunkte, oder? Ja, bin ich. Gegen Rot-Weiß Essen auf komplette Höhepunkte gegangen. Dürfen wir auch mal kontern. Ja, wir kriegen auch einen Elfmeter. Und wir dürfen schießen. Und dann spielen wir nur 1-1. War doch eine Leistung, ne?
Du bist Spieler des Monats! Ach Mann, oh, ich sehe kein Award. Oh, schade. Das ist doch mal was Erfreuliches. Ja, da kommt noch einiges. Danke, deine Fans. Danke, deinen Fans. Genau. Werde bitte nicht übermütig. Ab sofort musst du dir jeden Monat zum Ziel setzen, Spieler des Monats zu werden. Glückwunsch zum Award. Ich schulde dir ein Abendessen. Dankeschön, Anja. Gute Neuigkeit, ein wichtiger Schritt. Genieße, was jetzt auf dich zukommt. Genieße den Moment und überlasse mir alles Weitere. Im Moment gibt es viele neue Geschäftschancen, über die wir reden sollten. Ich melde mich bei dir. Gegen Preuß Münster wollen wir natürlich weitere 3 Punkte holen. Was? Oh, okay. Wir haben einfach einen weiteren Platz gehabt und ich habe einfach mal Ruhe in den Ball reingeballert. Alleingang für den Jan und wir liegen 0-2-1 hinten und den müssen wir jetzt machen. Come on. Ruhe, Ruhe. Abschluss, drüber. Jetzt Alleingang und jetzt machen wir ihn. Egal, was passiert. Und verlieren dieses Ding nicht. Wollen wir auf einmal noch 1-1 machen? Hä, wann und wo und wie? Aha, Kota hat bei uns noch das Tor gemacht. Ich verstehe zwar nicht immer, warum und wie wir ein Tor machen, aber naja, wir hätten dieses Spiel gewonnen. Hätte ich jede Alleingang reingemacht. Aha, wir dürfen einfach unseren Geburtstag nicht feiern, weil wir gar keine Bedingungen erfüllt haben. Ja, weil wir für den Geburtstag immer 50.000 brauchen werden. Natürlich. Naja, was denn auch sonst? Wir kaufen Weihnachtsgeschenke für unsere Teammitglieder. So, und jetzt geht's gegen Viktoria Köln. Und da holen wir jetzt endlich 3 Punkte und schießen ein Tor. Ja. Und immer wenn ich passen will, stibitzt ihr mir den Ball. Und dann verlieren wir dieses Spiel mit 0-2. Eieiei, es läuft gar nicht. So, und nach langer Zeit gibt es mal wieder ein Training, damit wir in die Startaufstellung gehen. Und das gegen den Waldhof aus Mannheim. Und da wollen wir jetzt bitte mal 3 Punkte und ein Tor schießen. Yay, wir dürfen Ecken treten. Eigentlich müssten wir da auf den größten Flanken. Und dann ist auf einmal vorbei. Wir haben wieder ein Tor geschossen. Aber ja, verlieren nicht. Wir spielen unentschieden. Aber es ist immer schöner, wenn es so nicht passiert, dass wir auf einmal 2 Tore schießen. Obwohl wir gar nichts gesehen haben davon. Verstehe ich zwar nicht so ganz, aber so ist es halt. So, und jetzt geht's gegen den letzten Borussia Dortmund 2. Und da sollten hoffentlich mal 3 Punkte drin sein. Und das zu Hause. Und wir liegen hinten und es gibt einen Konter. Warum liegen wir gegen den letzten einfach hinten? Das frage ich mich schon. Ab und zu, aber es war kein Abseits jetzt. Schieß doch und mach ihn rein! Danke! Hut! Schön! So wollen wir das sehen. Und noch einer. Ja. Aha. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus! Den schmeißen wir da rein. Meine Güte. Ich dachte, ich spiele jetzt ab. Nee. Und dann auf einmal einfach mal abziehen. Und dann ist dieser Ball drin. Ha, schade. Und wir spielen unentschieden gegen den letzten. Cool.
Können wir dadurch aufbauen? Eigentlich nicht. Das hätten wir locker und flockig gewinnen müssen. Haben wir aber nicht. Aber gegen Saarbrücken wollen wir gewinnen. Weil dann springen wir wieder ein bisschen nach vorne in der Tabelle. Gelegenheit zur Flanke. Wir dürfen flanken und führen 1-0. Okay. Nur warum, weiß ich nicht. Aber wir führen. Ist ein bisschen komisch, wenn wir führen und ich gar kein Tor gemacht habe. Okay. Spiel, danke. What the fuck? Was passiert hier? Natürlich schweißen wir den ein. Ja. Und dann ist vorbei. Und wir gewinnen die 2-2-1. Ich habe gar nicht geguckt, um welche Minute. Was war in der 90. Haben wir getroffen. Sind wir jetzt auf einem aufstrebenden Ast? Das werden wir dann auch noch sehen. Vorbereitung und wir sollen Pässe spielen. Einen einzigen. Alles klar. Dürftige Trainerleistung. Und wir haben ein Siegtor erzielt. Zeige allen das Tor. Gib die Glückwünsche weiter. Knie dich weiter rein. Wir wollen uns weiter reinknien. Und die dürftige Trainerleistung. Alle Spieler stehen hinter dem Boss. Den überspringen wir einfach, den Deadline Day. Weil der interessiert uns sowieso nicht. Und jetzt geht's gegen Sandhausen. Wir haben einen Angriff und es steht immer noch 0-0-0-0-0-0-0. Ja. Ja. Okay. Der steht richtig gut. Schließ ab. Drin ist er. Das war doch was. Geipel. Schön. Wir wollen das so sehen. Mit einem Sieg. Wäre schön. 1-1? Nein. Okay, wir haben den Ball und verlieren ihn wieder direkt. Alles klar. Ist das dein Ernst? Spiel. Wir verlieren dieses Spiel noch. What the fuck, ich bin einfach Kapitän. Wir haben ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht und verlieren dieses Spiel trotzdem. Das ist traurig. So, wir schieben jetzt ein paar extra Einheiten in Sprinttempo. Ja, und wir gehen noch so ein ganz kleines bisschen Ballkontrolle und Dribbling. Ja, weil das brauchen wir ganz dringend. Und eigentlich müsste ich auch noch einen auf Schießen und einen auf Freistoß und einen auf Elfmeter gehen. Aber dann wären wir vielleicht zu hoch. Eine 73 ist eigentlich okay. Oder was sagt ihr? So, und dann werden wir unsere Fähigkeiten im letzten Spiel dieser Folge gegen Preußen Münster einmal testen. Bei einem Konter können wir unser Tempo eigentlich gut reinsetzen. Aber wenn ich so Pässe spiele, nicht. Aber in einem Alleingang sollte uns gar keiner hinterherkommen und wir sollten den Ball eigentlich ganz entspannt unten reinhauen. Und wir gewinnen! Matchwinner! So wollen wir das sehen. Ja, jetzt passt's. So sieht's doch besser aus. So, und in der nächsten Folge werden wir die komplette restliche Rückrunde in die nächste Folge ballern. Ja, und wir werden natürlich nicht dann nur die Highlights nur noch spielen. Wir werden auch ab und zu mal die Höhepunkte spielen und schauen, ob es dann so besser laufen tut. Ja, aber Leute, ich würde sagen,
lasst gerne Daumen nach oben da. Lasst einen Abo auf diesem Kanal da. Und schaut auf meinem zweiten Kanal vorbei. Ja, und dann würde ich sagen, haut rein. Euer Tuvas ist raus. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.